So Leute, und weiter geht's hier bei Super Mario 3D World bei Sturm auf Bowsers Schergen Express. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Zuglevel mal wieder wird. Das haben wir auch lange Zeit nicht mehr gehabt. Ich habe die ja sehr abgefeiert, weil das war wieder eine neue Idee. Und ja, ich bin gespannt, wie sie dieses Zuglevel jetzt umgesetzt haben. Vor allem die Musik wird mich auch interessieren. Hört sich an wie Galaxy, oder? So ein bisschen? Wie Mario Galaxy? Ich glaube schon. Wie komme ich da rüber? Kann ich einfach rüberspringen so? Ach, da kann man hoch! Scheiße! Verdammt! Hä, wo nicht? Ach so, ich hab's überlebt! Wie? Wie? Wow! Mega Sprung! Wieso, hä? Ich bin tot? Ich lass mich dann töten? Ah, das passt zur Atmosphäre, ne? Dieses... dieses Galaxy-Musik! Wuhu, Hilfe! Das war mein flotter Hintern, der nicht getroffen wurde. Und wir haben einen Münzblock. Klasse. Und ganz viele Bullies. Hallo, ihr Bullies. Und Jumping. Oh, geil. Wie kann man unter Wasser gehen? Ach so, stimmt. Kann ich eine Schraube oder sowas machen hier? Wie kann ich den aktivieren? Ich weiß es nicht, wie ich den aktiviere, aber egal. Ich glaube, da gab es auch irgendwie was, oder? Oh, ne, hier ist der Greenstar. Komm her. 1, 2, 3. Wie komme ich da rein? Hä? Wo sind die anderen Greenstar-Teile denn? Hä? Wie soll man sich die denn alle holen? Hier unten ist noch einer, ja. Das haben sie aber auch schon mal gemacht. Also die Idee ist nicht neu. Hä, wo war der andere Greenstar denn gerade? Geh mal sterben bitte, danke. Ist hier oben noch irgendwas? Ja, ein sweetes Bild, ey. Dass man hier so raufkam, finde ich auch ziemlich genial. Kann man den Schornstein rein? Das wäre ein nettes Easter Egg, ey. So als Bonusraum. Einfach nur als Bonusraum. Nicht für irgendeinen Starker oder so. Einfach so. Ein Boss ist hier auch noch. Mein Pilz! Nein! Jetzt gibt sie. Brim, brim, brim. Komm zu mir, Pilz. Danke. Du machst jetzt hier wieder einen auf Naruto oder was? Da wäre es die echt. Ich glaube, die hier. War ja sehr schwer zu erraten. Ich brauch. Man sieht es sofort. Ich glaube, wegen der Schleife und auch wegen Shuriken, ne, der eine andere Farbe hat, habt ihr mal in die Kommis geschrieben, also. Wo ist da die Schwierigkeit? Ich sehe auf jeden Fall keine. Deswegen, und wir machen jetzt hier ganz gechillt weiter und sammeln hier die Münzen allein. Klasse. Und wuppdiwupp, weiter. Level hat mir sehr gefallen, deswegen war wieder sehr ruhig, sehr gechillt, keine Ausraster. Obwohl, am Anfang habe ich gedacht, ich sterbe. Aber sonst hat mir das Level sehr gefallen, ey. Ihr könnt mir mal die Kommis schreiben. Zu jedem Level könnt ihr mir gerne die Kommis schreiben. Könnt ihr mal so einen Post machen, so. Erstes Level, mittelmäßig. Zweites Level, geil. Und wenn ein drittes noch dazu kommt, schreibt ihr... Obermega-Titten, geil! Ich habe das auch mit hier nicht gesagt. Ich habe gesagt, Obermega-Total-geil. Daumen hoch dafür. Klasse, super Level. Sollen wir nochmal die Greenstars suchen, die eine? Beziehungsweise versuchen, da die eine zu holen. Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Obwohl, ich glaube, euch geht es auch auf den Geist, wenn ich immer alle Greenstars und alles hole. Ich werde mal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, ich weiß auch, wie ich das mache mit den Searching for the Star Coins, beziehungsweise vor den Greenstars. Mir fehlen in jedem Level noch mehrere Greenstars und goldene Flaggen und sowas. Ich glaube, ich muss das ganze Spiel normal spielen. Und wenn es dafür nichts Besonderes gibt, werde ich das nicht machen. Aber wenn ihr sagt, hey, das will ich ganz gern sehen, Zero, dann mache ich das. Aber dann mache ich das immer so, wie ich Animal Crossing jetzt habe. Dann sage ich, das hört sich geil an. Was ist das? Geheimnisvoller Pfad. Beziehungsweise geheimnisvolle Pfade. Pfade. Aber ich finde das cool da. Das sieht geil aus. Auf jeden Fall ich das immer wie mit Animal Crossing, dass es nur Sonntag dann immer kommt. So 30 Minuten Part oder sowas, wo ich die Greenstars einsammle. Vielleicht mit einer Begleitung dabei, mit irgendeinem Kollegen oder so. Deswegen, je nachdem, wie ich Bock dazu habe. Deswegen. Oder vielleicht mache ich auch ein LPT dann daraus mit ein paar Kumpels oder so. Wo wir dann gemeinsam versuchen, die Starcoins zu suchen. Je nachdem, wie ich Lust habe, deswegen, also. Aber wenn es dafür nichts Besonderes gibt oder was, dann werde ich das nicht machen. Boah, cool. Das ist ein geiles Level. Das ist auch wieder Mario Galaxy Musik. Schön, ich mag die sehr. Ist da oben irgendwas? Hallo? Nee, gar nichts. Hihi. Ich mag das. Das entspannt einen richtig, so eine Musik, ey. Und ein Boomerang-Yang. Yay. Ich mag ihn sehr. Ist hier oben was? Ne.
Geh sterben! Du bist böse. Ja, da oben ist nix, wie es aussieht. Ups. Und hoch. Zack. Da oben. Da oben ist auch nix. Die Musik ist echt phänomenal, ey. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist echt ein Meisterwerk, ey. Dieser Song. Und jetzt haben wir die Scheißmusik bekommen. Voll doof. Ich wollte meine Musik wieder haben. Kriege ich jetzt den. So, wow. Und rüber. Klasse. Das ging ja. Ich finde, das ist auch wieder eine geile Idee. Die hatten wir auch noch nicht vorher in diesem Spiel. Also, die letzte Welt, also gerade die Lok, also dieses Lok-Level und das Level gefallen mir sehr. Obwohl, das Süßigkeiten-Level hat mir auch gefallen. Aber das hatten wir auch schon, so ein Süßigkeiten-Level. Von da war es auch nichts Neues. Aber die Idee ist auch wieder phänomenal hier. Erinnert mich ein bisschen an Mario 3D Land mit dem Geister-Level. Da war, glaube ich, auch sowas Ähnliches. Wow, wo muss ich lang? Ich laufe einfach mal hier lang. No plan, ich laufe einfach mal hier lang. Klasse. Da hatte man auch sowas Ähnliches. Da waren die alles voller Geister so. Also im Geisterhaus war das sozusagen. Das war so ähnlich wie hier aufgebaut einfach. Wow, Green Stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jawoll! Wow, klasse, noch geholt. Gut, war auch wieder ein schönes. Das war schön schwer auch wieder. Das hat mir auch gefallen, deswegen. Ich werde jetzt zu allen Sachen so ein bisschen meine Kritik bzw. meine Meinung dazu abgeben. Was ich davon halte. Boom. Deswegen, vielleicht feiert ihr das ja ab. Vielleicht sagt ihr, hey guys, Zero, das habe ich auch so gedacht, dasselbe. Oh, da oben ist irgendwas. Tatsächlich, hier ist echt was. Hier oben ist was. Der Stempel! Gutes Versteck kriegt man auch nur, wenn man eine Arschbombe hier einsetzt. Ha, da ist man voll am Arsch, yo. Rüber. Und eine Cat. Miau. Sweet. Make a boom, baby. Wah! Danke, ich bin fast gestorben. Danke, ich bin fast gestorben. Ich bedanke mich auch noch dafür. So, ist hier noch irgendwas? Vielleicht muss ich auch den hier aktivieren, um mich weiterkommen irgendwie. Also hier geht's weiter und hier geht's weiter. Ich gehe mal hier rein. Ja, hier wird wahrscheinlich auch die letzte Green Star sein. Okay, schnell hoch. Schnell hoch. Lass mich hoch. Let me go, let me go, let me go, Junge. Jawoll! Alle Green Stars und den Stempel. Wir haben alles. Jetzt müssen wir bloß ans Ziel und die goldene Flagge holen. Dann haben wir dieses Level für immer und ewig abgeschlossen. Obwohl ich dieses Level zu gerne nochmal spielen würde. Es ist so beruhigend für die Seele. Miau! Ich mag diese Kugelwilli-Katzen. Die sind voll sweet. Ich finde auch irgendwie alles sweet. Ist aber so, ich mag die voll. Und rüber. Whoops. Und klaps. Und wir haben alles. Das heißt, wir können jetzt hier ruhig hoch und die goldene Flagge uns holen. Wenn wir sie erreichen. Ja. Okay. Damit üben wir nochmal, ne? Leute, das wäre nochmal eine Überlegung wert, hier zu üben. Nochmal einen Kugelwilli bekommen. Klasse. Ich mag das Level sehr. Es macht sowas von Spaß. Klasse, haben wir noch Zeit? Wir haben noch mega viel Zeit, ey. Wir schaffen auch locker ein Level. Finde ich cool. Machen wir auf jeden Fall noch, würde ich sagen, oder? Ein Level. Gönnen wir uns. Passt schon. Deswegen, was machen wir jetzt Schönes? Ach, wir können auch hier ein Plessy-Level wieder machen. Oder warum ist da ein Plessy drin? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er eingesperrt. Hilfe, Greenpeace! Ich komme, Plessy! Bis zur Unendlichkeit noch viel weiter! Ich blamiere mich hier auf laufendem Band, ne? Ich suche meine Uhr nochmal an, warte. Ich muss euch mal jetzt hier zeigen. Wo ist es hier? Ich glaube, ich werde jetzt eh sterben. Da, die Uhr. Muss an sein. Sonst weiß ich nicht, wie lange ich aufnehme. Oh, das sind wieder Quapsels. Sweet Quapsels. Oh, von unten am Hintern gestorben. Ist da oben im Himmel. Gott, ich bin gestorben. Wie ist das passiert, mein Quapsel für Mario-Arme? Es kam mich so über. Es kam so über mich. Ich hatte einen Schmerz am Hinterteil. Und dann war's. Das. Das ist... Oh Gott. Mega geil, Alter. Das feiere ich ja jetzt schon tot. Gehen die jetzt runter, die da? Ne, aber der hier geht hoch, wenn das Wasser da ist, ne? Ich wusste, dass man damit solche Sachen machen kann, wie hier, ey. Geht der hoch, wenn ich hier bin?
Eigentlich nicht, oder? Hä? Ah, Boomerang! Boomerang! Jawohl! Auf den kann ich mich verlassen. Immer und immer wieder. Ups, nein, mein Boomerang ist weg. Aber ich hätte eine Cat! Klasse! Miau! Katzenwäsche! Miau, 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 ich bin nass! Und rüber. Miau, 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 miau. Sweet! Oh, das ist ein geiles Level, ey. Wieder so eine mega Idee, ey. Feier ich ab, ey. Und jetzt hoch da. Miau! Sweet Cat! Und hoch. Miau! Da oben ist was, ich seh's doch. Und hoch, Cat. Warum sag ich immer Cat? Ich mein nicht immer Cat, die Abonnente. Ich mein Cat Peach. Cat Peach. Ich sag immer jetzt Catwoman. So. Plessy! Greenpeace ist da, um dich zu retten. Ha, verarscht. Wir hauen einfach ab. Miau! Ich bin die fliegende Katze. Miau! Ich bin sweet. Und jetzt. Wir machen alle Kapsels kaputt. Ich mach kaputt. Ich mach kaputt. So, gibt's hier irgendwas? Woo! Bam, bada, 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 bada. Ganzen Quapsels ausgelöscht. Das war schon. War eine kurze Passage mit Plessy. Aber hey, finde ich cool. Bringt ein bisschen Abwechslungslevel rein. Und das braucht dieses Spiel, ganz ehrlich. Abwechslung ist sehr wichtig für mich, ey. Ich will nicht immer dasselbe haben. Ist hier oben irgendwas? Naja, gar nichts. Okay. Oh! Oh, ich bin gelandet! Sweet! Ist hier irgendwas? Nix. Mit der Katze kann man so schnell erkunden, das ist geil. Ah, jetzt geht das so weiter. Okay, coole Idee, gefällt mir. Ist hier oben, wo, irgendwo oben ein Greenstar oder so? Oh Gott, das war knapp. Jetzt muss ich hier runter. Ah, oder kann ich jetzt hier rein? Nee, kann ich nicht, oder? Kann ich hier rein? Hätte ich jetzt gedacht, dass ich hier rein könnte oder so. Naja, sieht aber nicht so aus. Oh Gott. Das war knapp. Hier oben ist aber noch was, oder? Ha! I know it. Wow, wow, wow. You know it. So, jetzt haben wir wieder... Oh, das haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Hier oben so ein Special Level, ey. Wo man hier mit einem Stern durchgerannt ist oder so, ne? Das hatten wir echt lange nicht mehr. Und wow! Bams, bams, bams. Yeah! Und Jumping Attack. Und noch einmal. Bams. Oh Gott, das war knapp. Ich wollte eigentlich alle so töten mit der Katze, damit ich ein Leben bekomme. Aber hey, es hat nicht geklappt. Woo! Und fehlt ein Green Star. Nein! Why the hell? Ich brauche eine Katze, mit der bin ich wendiger und schneller und aktiver. Miau! Let me go, let me go, let me go. Zack. Und da hinten wäre noch ein Secret gewesen. Ich sehe es doch. My eyes see all. Wir haben immer noch Zeit für ein neues Level, Alter. Was ist denn hier los heute, ey? Heute habe ich richtig Skill, oder was? Skill zum Frühstück. Schmeckt immer gut. Und ein Quapsel. Ich nenne die Teil jetzt einfach Quapsel. Keine Kaubequappe oder so. Ne, Quapsels. Klasse. Zwei Green Stars. Was haben wir da unten jetzt? Ein Pilzhaus. Hm. Wir gucken uns das mal an. Zack, rein da. Was haben wir denn hier drin? Vielleicht kriegen wir irgendwas Cooles. Von Toddy Moddy. Kleines oder großes Ding. Heute nehmen wir das Große. Hauptgewinn. Und wir nehmen mit. Cat. Und Boomerang Yang. Woo. Geil. Boom, boom. Ein pinker Toddy. Passt zu unserer pinken Bitch. Oh, soll ich doch beenden? Hm, ich weiß es nicht. Nee, doch, wir schauen mal kurz rein. Deswegen der Part soll nicht ganz so kurz sein. Wo ich da weniger Stress hätte mit allem, ne? Aber egal, oh. Zack! Auf ins Geisterhaus. Ein Licht im Dunkeln. Und zufällig! Luigi! Klasse! Okay, Luigi's Mansion-Style oder was? Geister. Das haben wir auch so selten gesehen, dieses Licht. Oder haben wir es schon mal gesehen? Ich weiß es gar nicht, ne? Hätte man richtig schön Luigi's Mansion Level machen können, ey. Das Spiel kam ja auch 2013 raus. Also wäre es noch nicht... Vielleicht kennen das ja Leute von euch auch noch nicht. Weiß ich ja nicht. Deswegen ist es ein sehr schönes Spiel für ein 3DS. Habe ich mir damals Let's Play dazu angeguckt, deswegen. Also wenn ihr das auch mal sehen wollt von mir oder sowas, dann schreibt es in die Kommentare. Hier ist ein Schalter. Sogar für Luigi. Klasse, da hat der Zufall erst richtig ausgewählt.
Stirbt! Ups. Nein, ich habe keinen Superlaser-Geisterstrahler mehr. Und jetzt kommt der Mega-Boo. 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 I will kill you. Bams. Ups. Da hinten ist ein Green Star. Der ist auch sehr schwer versteckt. Naht. Aber egal. Wow, 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 wow. Die Welt hier, die überzeugt mich nochmal total. Die finde ich richtig klasse, ey. Die hat viele Ideen. Ich mag auch nicht solche Welten, die sagen, hey, wir haben nur ein Thema, jetzt Wald oder so. Deswegen, das hat das Spiel eigentlich auch ganz gut gemacht. Aber ich würde auch sagen, wir machen hier einen kurzen Cut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und ich habe dann bis mehr zu labern über hier alles drum und dran von Level Design, dies, das, und danach. Von daher, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Zero.